Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 6. März 2018? Heute ist ein Glückstag. Sonne und Mond stehen in Harmonie und das verleiht uns eine innere Ruhe, einen inneren Gleichgewicht. Uranus-Mars steht in einer harmonischen Verbindung, also alles, was im Tat umsetzen, die Veränderungen führt auch zum Erfolg und wir spüren auch die Mut und die Kraft. Von den Sternen haben wir auch sehr viel Glück. Sonne befindet sich gerade in Tierkreiszeichen Fischen. Unserem Planet Erde bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Jungfrau. Mond hat eine abnehmende Mondphase und befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion, steht in einer harmonischen Verbindung zu Sonne. Nähert sich zu Jupiter und ist auch das Glücksplanet. Also nochmal ein Glück auf unserem heutigen Tag. Und welche Einflüsse bekommt die heutige Mondbewegung? Einmal Kambalia bestrahlt die heutige Mondbewegung. Kambalia heißt übersetzt die Geheimnisse des Lebens, des Geistes. Nicht nur Kambalie bestrahlt die heutige Mond, sondern das Kreuz des Südens. Diesem Sternbild, das Kreuz des Südens, ist im Südhalbkugel sichtbar und dient zum Orientierung, weil hier befindet sich die Südpol. Und nicht nur als Orientierung dient dieser Südpol, diesem Sternbild, das Kreuz des Südens, sondern es wird in Verbindung gebracht mit Glauben, mit religiösen Themen, mit Spiritualität. Alpheka bestrahlt auch die heutige Mondbewegung. Alpheka ist ein Schleife, ein Knoten in südlichen Krone. Und das bedeutet ein Geschenk. Und dieses Geschenk, Alpheka, kommt auch vor in die Mythologie, weil das ist ein Geschenk von Aphrodite, von der Liebesgöttin, was nichts anderes ist, wie die Griechen das beschrieben haben, als der Planet Venus. Alpheka bedeutet also diese Hochzeitsgeschenk. Wer hat dieses Hochzeitsgeschenk bekommen? Ariadne war die Braut und die Ehemann ist Dionysos, der Weingott. Und das war die Hochzeitsgeschenk. Und das bedeutet für unseren heutigen Tag, wir können mit einer Überraschung rechnen oder mit einem Geschenk rechnen. Und wie wirkt das auf die einzelnen Tierkreiszeichen? Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Fischen in Osthorizont auf. In dem gleichen Moment geht die Tierkreiszeichen Jungfrau in Westhorizont nach unten. Die Fischengeborenen werden jetzt wahrgenommen oder sie haben ein Werk und das wird bewundert. Das heißt, sie bekommen gerade Anerkennung. Schöne Gespräche sind zum Erwarten, in die liebe Partnerschaft haben die Fischengeborenen Glück oder ein Geschenk, eine Überraschung und eine gute Zeit, jetzt etwas Neues zum Beginnen. Schöne Gespräche, ein wichtiger Termin, ein Vertrag ist auch zum Erwarten. Die Tierkreiszeichen Wiedergeboren ist ein Aufstieg, aber es sind noch Vorbereitungen da. Das Werk ist noch nicht ganz sichtbar oder sie sind noch nicht ganz wahrgenommen, aber sie sind im Vertrauen, dass ein Aufstieg kommt.
Die Kraft ist da, die Mut, die Begeisterung ist da. Eine gewisse Unsicherheit ist noch spürbar, aber die Wiedergeborenen werden diese Unsicherheit auch überwinden und die kommenden Tage kommt noch mehr in Bewegung. Bei den Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist immer noch wichtige Thema die Werte, Wertschätzung und die Finanzen. Und etwas spiegelt für die Stiergeborenen. Und das sind die kleineren Veränderungen und das Glück. Und wichtig ist bei den Stiergeborenen, dass sie auch ihr gesundes Bauchgefühl hören gerade. Bei den Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist auch eine gewisse Unsicherheit da. Sie wissen nicht, in welche Richtung sollen sie bewegen. Damit sie Orientierung haben, was hilft bei Entscheidungen, sie brauchen einen gewissen Rückzug und die Ruhe oder Meditation. Und bei den Veränderungen eher kleine Schritte machen und keine großen Veränderungen momentan. Bei den Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist natürlich dieser Glücksstar, ein gutes Gefühl, Glück in die Liebe, Partnerschaft, ein Geschenk, eine Überraschung, schöne Gespräche. Das ist auch der optimale Zeitpunkt, etwas Neues zu starten, einen Termin ausmalen oder etwas gewinnen oder einen Vertrag unterschreiben. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen fühlen sich ein bisschen unsicher. Geduld, Geduld, weil in den kommenden Tagen kommt schon die Bestätigung, kommt auch die Begeisterung. Die Löwengeborenen haben noch die karmischen Themen und viele erleben sie gerade im beruflichen Umfeld, weil sie haben die Bedürfnis momentan ihre wahre Berufung zum Leben. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen spiegelt etwas die Leben. Und es sind die Liebe, Partnerschaft, die Gespräche, die Kontakte, die Termine oder ein Vertrag. Aber wichtig ist auch aktiv zu sein. Nicht nur die Liebe wichtig, sondern in die nächste Zeit wird auch die berufliche Situation wichtig, weil da brauchen die Jungfraugeborenen gerade die Ordnung. Also sie möchten die Sicherheit, Stabilität im Arbeitsplatz. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen ist zurzeit die wichtige Thema, die Liebe, Partnerschaft. Und das möchten sie genau in Ordnung zu bringen. Es ist eine gewisse Unsicherheit noch da, aber wichtig auf ihren Gefühlen hören und nach Gefühl auch handeln. Weil so kommen die Verbesserungen, so kommt auch die Veränderung. Besonders bei den Wagen-Damen ist gerade die Glück, eine neue Begegnung, gerade die, wo alleine sind. Also Liebe, Partnerschaft spielt eine große Rolle im Wagengeborenen. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen haben Glück. Sie sollen aber auch auf die Gefühle achten, kein Zweifel oder Angst oder Schuldgefühl. Sie sollen diesen Gefühlen gerade transformieren. Dann steht nichts im Wege, dass sie wirklich Glück haben, eine gute Nachricht, Glück in die Liebe, Partnerschaft, Gewinnchancen, Anerkennung im Beruflichen. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen sind zwei Themen wichtig. Die Veränderungen beruflich und eine Reise. Kann auch ein Studium sein oder eine Ausbildung. Sie möchten Erfolg im Beruf. Oder viele Schützengeborenen suchen auch gerade die wahre Berufung und auch die Kontakte, eine Verbesserung beruflich. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen haben auch das Glück, Glück in die Liebe, Partnerschaft, dann Gewinnchancen. Oder ein wichtiger Termin oder Vertrag, schöne Gespräche. Bei Tierkreiszeichen Wassermann geboren, kommt etwas in Bewegung. Und das ist der Bekanntenkreis, Freundeskreis. Und die organisieren auch etwas. Sie fühlen sich noch ein bisschen unsicher, aber es ist wichtig, diese Kontakte zu pflegen. Und das war mein Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.